Herzlich willkommen zur 11. Hamburg Woman Connect. Wir freuen uns sehr, Sie hier im Fontenay an der Alster begrüßen zu dürfen zu einem sehr interessanten und gleichzeitig aktuellen Thema Leadership 4.0. Thema lautet ja Leadership 4.0, Führung oder Inspirieren. Und tatsächlich stellt sich für mich gar nicht die Frage des Oders, sondern es ist mehr ein Und, denn Führen und Inspirieren gehört heutzutage als Führungskraft dazu. Und einfach dieses Format zu haben, sich mit so vielen Frauen zu dem Thema austauschen zu können und die Trends der Arbeitswelt aufzugreifen und auch die Trends der Gesellschaft und darüber zu diskutieren, wie es uns und das Miteinander verändert, das ist für mich das Reizvolle an dem heutigen Abend. Die Veranstaltungen sind wichtig, weil wir versuchen zu inspirieren mit den Themen, die wir machen und weil wir sehr gerne diskutieren mit Frauen. Also ich erwarte hier heute einen Kreis von Frauen, der sich für das Thema New Work und für das Thema grundsätzlich interessiert und möchte einfach weitertragen und an den Fragen, die mir gestellt werden, lernen, ob wir noch Sachen verändern können oder eben auch eine Inspiration hierher geben. Also Jobsharing an sich ist ein ganz spannendes Thema. Jobsharing in der Führungsposition, also zwei Führungskräfte, die sich einen Job teilen, ist noch sehr, sehr selten. Selbst in unserem Konzern Deutsche Bank, aber auch in anderen, muss sich das noch etablieren. Und ich halte das für eine ganz, ganz tolle Art von mobilen Arbeiten, neuem Arbeiten, agilen Arbeiten, aber auch eben Arbeiten in einer Zukunft, die eben mehr Zeit auch ermöglicht für andere Dinge. Also ich finde das unglaublich, dass zwei Frauen das schaffen, das halt wirklich so gut miteinander zu teilen, dass sie es schaffen, andere damit zu inspirieren, abzuholen, ein erfolgreiches Konzept ist. Das ist heute rübergekommen und das hat mich auch echt überzeugt, wo ich halt an der einen oder anderen Stelle vorher auch skeptisch war. Das war die 11. Hamburg Women Connect im wunderschönen Fontenay. Dieses Haus hat so ein bisschen Tradition mit mir selber. Ich habe vor 20 Jahren im Interconti gearbeitet. Deshalb war es heute eine besondere Ehre für mich, hier in diesem wunderschönen Hotel die Veranstaltung durchführen zu dürfen. Wir hatten ein großartiges Podium. Leadership 4.0 war das Thema. Und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft bringt im HR-Bereich und freue mich auf die nächste Veranstaltung.